Jeder Gläubige weiß, dass Gott Vater nicht abgebildet werden darf. Jedoch trifft man manchmal auf Ikonen, auf denen Gott als ein alter Mann abgebildet ist. Wie soll man mit diesen Ikonen umgehen? Das Bilderverbot aus der Bibel ist eindeutig. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Im Alten Testament ausgesprochen gilt dieses Verbot damals wie heute. Denn niemand hat Gott im Himmel je gesehen. Jede Darstellung wäre also Fantasie bzw. Götzendienst. Der Grund, warum wir Christus abbilden dürfen, ist einfach. Christus hat sich selbst den Menschen in der Welt gezeigt. Wenn wir Ikonen malen, zeichnen wir also nicht Gott im Himmel, sondern Gott auf der Erde. Wir zeichnen Jesus zu der Zeit, als er unter Menschen war. Gäbe es damals Fotokameras, hätten wir heute viele Fotos von Jesus. Das wollte Gott so, als er Mensch wurde. Doch auch als Christen müssen wir uns daran erinnern, dass das Bilderverbot weiterhin Bestand hat. Was wir gesehen haben, können wir abbilden. Was wir aber nicht gesehen haben, dürfen wir nicht darstellen. Es darf also keine Ikone von Gott Vater gemalt werden. Das wurde auch von den Konzilien der Kirche verfügt. Ebenso darf man nicht den Heiligen Geist abbilden, mit zwei Ausnahmen. Der Heilige Geist wird nur auf zwei Ikonen abgebildet. Zum einen auf der Ikone der Taufe Christi, denn bei diesem Ereignis hat sich der Heilige Geist in Form einer Taube gezeigt. Als Jesus aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich spalten und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Zum anderen auf der Pfingstikone, denn da offenbarte sich der Heilige Geist in Form von Feuerflammen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Heilige Geist eine Taube oder eine Feuerzunge ist. Daher darf man außerhalb dieser Ikonen nicht etwa eine Taube malen und diese der Heilige Geist beschriften. Auch Ikonen, auf denen Gott Vater abgebildet ist, sind nicht kanonisch und dürfen nicht verwendet werden. Man sollte solche Ikonen nicht herstellen und nicht kaufen. Woher kommt also die Abbildung von einem alten Mann, die zwar selten, aber doch in manchen orthodoxen Kirchen zu finden ist? Der hier abgebildete alte Mann ist nicht Gott Vater, sondern ein gealterter Christus, der sogenannte Alte an Tagen. Der alte Christus wird in der Bibel zweimal erwähnt. Das erste Mal in der Prophezeiung des Propheten Daniel. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden, und einer, der alt war an Tagen, setzte sich. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein lodernes Feuer. Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden geöffnet. Das zweite Mal in der Offenbarung. Sein Haupt und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie Feuerflammen. Er sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch siehe, ich lebe in alle Ewigkeit. Christus ist ewig. So wird er manchmal als kleines Kind auf den Armen seiner Mutter dargestellt, manchmal in seinem Erwachsenenalter und nach der Prophetie als der Alte an Tagen als alter Mann. Auch wenn diese Ikone mit der Herr Sabaoth beschriftet wird, ist nicht Gott Vater gemeint, sondern Christus. Derselben Logik folgen auch symbolische Abbildungen der Heiligen Dreieinheit, bei denen Christus doppelt abgebildet wird. Einmal als der Alte an Tagen und ein zweites Mal als Erwachsener. Ebenso sieht man auf diesen Ikonen den Heiligen Geist als eine Taube. Diese Ikonen tragen den Namen Vaterschaft. In beiden Fällen sollte man jedoch
vorsichtig sein. Diese Ikonen kommen zwar vor, sind jedoch so umstritten, dass sie von dem großen Moskauer Konzil im Jahr 1666 verboten wurden. Sie sind sogar so umstritten, dass sich viele Geistliche dafür aussprechen, diese Ikonen zu übermalen. Es gibt durch das Konzept des Alten an Tagen zwar eine theologische Erklärung für diese Darstellung, und diese Ikonen werden auch nie mit Gott Vater unterschrieben. Jedoch sind solche Ikonen stets ein Stein des Anstoßes, da sie leicht missverstanden werden und Gläubige in Verlegenheit bringen.